Diese Ölmühle ist übrigens in Riesa. Was erzählst du deinen Followern wieder für eine Scheiße? Was soll ich sagen? Hey Leute, fünfter Tag für eine Woche. Wir sind heute wieder bei Case. Was gibt's hier zu sehen? Okay, gut, ich möchte in die Rindermast einsteigen. Kann ich dann euch dann direkt als Abnehmer... Also wir haben in dem... Viele werden gebremst durch Rahmenbedingungen, Vorschriften, Bürokratie, die nicht praxistauglich sind. Und dieses Argument, man sucht das Gespräch, da finde ich, fällt hier flach. So Leute, herzlich willkommen zum neuen Vlog. Und also, ich bin hier mit dem Pickup gerade nach Berlin gefahren. Und jetzt gleich mal Action angesagt. Wie soll ich denn hier hochkommen? Ich mach mal Fenster runter. Tschüss. Ich telefoniere gerade auch mit Lars. Lars ist hier dran. Wir sind auf der Grünwoche. Das wird jetzt ein grüne Woche-Vlog. Und... Ja, also, hey. So. Vielleicht wird das so ein Vlog, ich fahre mein Auto in einer Garage kaputt, Ding. Junge, ist das hier eng. Junge, ist das hier eng. Ja, es passt aber. So, und wo stehen jetzt die Chaoten? Da ist doch ein Audi. So, das ist hier. Ist das LP? Das ist dann LP! Oh, wir sind da. Ich würde sagen, Parkhaus war gar nicht so schlimm. Was stellen die sich denn alle so an? Ich werde mich morgen melden. Morgen? Auf der Messe. Nee, gar nicht. Wir haben richtig Programm. Egal, werdet ihr morgen sehen. Hallo. Sag mal was. Hi. Welcher Tag ist heute? Montag. Was machen wir? Wir fahren jetzt in eine Ölmühle, oder? Ja. Was machen wir da? Weiß ich ja. Wie geht's dir heute? Gut. Soll ich mal hier leaken, was ihr gemacht habt gestern? Ja, okay, wir sind uns in der Ölmühle. Wir folgen. So, angekommen an der Ölmühle. Jetzt gucken wir uns das Ding mal von innen an. Pass auf, hier ist bestimmt glatt. Was wird das für ein langweiliger Vlog? Ich mag das nicht. Diese Ölmühle ist übrigens in Riesa. Was erzählst du deinen Followern wieder für eine Scheiße? Also wir sind hier in Riesa bei der Ölmühle und hier wird quasi alles gemacht, von der Anlieferung bis zum Schrot und Veredelung und Speiseöle und alles mögliche. Bis zum Abpacken wird hier alles gemacht. Riesa, das ist Nähe Dresden. Das ist ja das Schöne bei Raps, dass das nicht so dolle staubt eigentlich. In Summe kommen hier 150 LKWs am Tag an und das sorgt dafür, dass die Anlage 24/7 läuft, auch an Sonn- und Feiertagen. Angeliefert wird aber nur Montag bis Freitag und der Grund ist, warum hier 24/7 durchproduziert wird oder durchgepresst wird, weil der Energieaufwand fürs Ab- und Anschalten zu hoch wäre. Geil aus, ne? Wir gucken uns jetzt an, wie das Öl in die Flasche kommt. Hier sind wir schon in der Endabfertigung, in der LKW-Befüllhalle. Und die fertigen Paletten werden von da hinten in dieses Regal gefüllt und das hat ein kleines Gefälle und kann dann hier gegenrutschen. Witzig gemacht. Das sieht ja sportlich aus. Das sind die Rohlinge. Junge, hör auf jetzt. Ja, dann erzähl du doch für uns alle. Das hier sind die Rohlinge, die zu einer Flasche aufgeblasen werden. Einfach ist logistisch halt sinnvoller, weil es weniger Platz einnimmt. Ja. Cool, habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
verstehe nicht ganz, wie das hier aufgeblasen wird. Und werden über eine Ofenkette hier rechts erwärmt. Dadurch wird das PET-Material weich und lässt sich besser verarbeiten zu einer Flasche. Dann kommt das Gesamte in eine sogenannte Blasform, das ist im hinteren Teil der Maschine. Dort wird, wird der Honig in einen Zylinder gestreckt und aufgeblasen. System. Du siehst ja am Anfang fallen ganz viele Tappen raus. Ja. Das einfach, liegt einfach nur daran, die sind meistens falsch rum. Ja. Weil das Band hat eine leichte Neigung da hinten und somit gehen die Tappen nur in eine Richtung nach oben. Ja. Mit dem Schwerpunkt. Das ist bescheuert, über sowas macht man sich ja gar keine Gedanken eigentlich. Nee. Ne? Aber weil wenn die andersrum kommen, steht man durch die Flasche nicht. Witzig. Wird da drauf geschraubt. Das sind so Sachen, da macht man sich gar keine Gedanken drüber irgendwie, ne? Hier wird es dann etikettiert. Und im Endeffekt ist es so, dass hier ganz verschiedene Etiketten drauf sind, aber im Endeffekt ist überall dasselbe Öl drin. Lasst euch nicht verarschen an der Theke. Leute, es ist ja ganz klar, was ihr zu tun habt jetzt nach diesem Video. Instagram, TikTok und YouTube Agrarnews bitte einmal eingeben, folgen und Feedback gerne da lassen und Hobbyknebel deabonnieren, ganz wichtig. Nee, aber das ist ja wirklich, Hobbyknebel ist eine Bereicherung für die Menschheit. Ich weiß nicht, kann er irgendwas? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was er kann. So, grüne Woche. Vlog ist schon 20 Minuten im Gang oder so. Und jetzt sind wir erst auf der grünen Woche. Was ist seit 20 Minuten im Gange? Der Block. Der Block ist hier? Der. Einfach irgendwas nochmal fake, was wir eben gerade hatten. So, das ist schön, dich zu sehen hier auf der grünen Woche. Aber was macht die Kekse hier eigentlich? Genau, wir befinden uns hier auf dem Erlebnisbauernhof auf der grünen Woche in Berlin. Und sind hier auf dem Stand vom Innovationsforum Landtechnik, wo wir mit einem Gemeinschaftsstand mit 15 anderen Herstellern zusammen, wo wir im Grunde genommen ja, Innovationen in der Landwirtschaft präsentieren. Jetzt nicht unbedingt auch nur für Landwirte, sondern auch mal für den Normalverbraucher, für den Städter oder auch für die Politiker, um zu zeigen, was alles in der Landwirtschaft für möglich ist. Das nächste hinterher. Justus, der Argumenter. Was für Argumente bringt er mit sich, um ihn zu kaufen? Der Argumenter-Sensor bringt im Grunde genommen mehrere Argumente mit sich. Der Argumenter-Sensor besteht im Grunde genommen hier oben aus einer 4K-Kamera auf der Seite, hier auch, also zwei 4K-Kameras und vier Infrarot-Kameras. Worüber ich dann meinen Pflanzenbestand messen kann, die Pflanzen und darüber dann halt meine Düngung und auch meinen Pflanzenschutz regulieren kann, um halt Düngemittel und Pflanzenschutz einzusparen, beziehungsweise an die richtigen Punkte meine Behandlung zu setzen. Wie heißt der nochmal? LIDAR-Sensor. LIDAR? LIDAR. 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 Ach so. Dreh abgeschlossen. Ich möchte mal wissen, wie viel Ton ihr jetzt drauf habt.
Eine Frage, wenn ich Story mache, wen soll ich denn jetzt alles markieren? Soll ich Case GH Euro, Case... Am besten beide. So, das war der erste Tag auf der Messe. Ich weiß nicht, ob ich die Kamera nochmal anmachen werde. Je nachdem, was uns noch so über den Weg läuft. Wir sehen uns im nächsten Clip. Traktorbock hat das nice hochgeladen. Erstmal liken. Erstmal liken. Support ist kein Mord. Deswegen liked jetzt auch mal das Video. So, Boris, dieser Clip ist jetzt nur für dich. Übrigens für alle anderen, wir haben es jetzt Dienstag, neuer Tag, neues Glück. Anna, richtig abgefuckt, ich verstehe nicht warum. Nein. Anna, ein bisschen mehr... Ich wollte den Konflikt erklären. Sag, ja, erklär mal den Konflikt. Sag, dass ich in deinem Vlog. Anna hat heute keinen guten Tag. Anna ist die Beste. So, Boris. Bisschen Heimatsgefühl hier für dich. Soll ich dir was mitbringen? Du musst mal einmal zeigen, was du da sagst. Sangria. Bulgarien, Wein. Ein Glas Wein. Rotwein, Weißwein. So. Hallo. Rosenwasser. Valentinwasser. Ja. Valentinwasser. Ja. Digga. Das musst du rausschneiden, Digga. Na gut, wir schlendern hier jetzt ein bisschen weiter lang. Ich will nichts. Ja, sag den halt so. Ja, wenn ich sag, oh, Rosenwasser, dann hab ich schon verstanden, die verstehen mich nicht. Na gut. Leute, es geht los. Ja, Yannick labert da jetzt wieder irgendeinen Scheiß da vorne. Hey Leute, wir sind heute auf der Grünen Woche. Ich bin. Du hast ein Loch unterm Arm. Ja, danke. Doch. Das Loch unterm Arm. Mal so, ja. Du hast schon nass geschwitzt, ne? Ja, kein Wunder. Du musst das Mikro dann weitergeben, ne? Okay. Was soll ich noch sagen? Bitte? Stoffwitz. Lieber nicht. Felix, los. Ich bin voll. Was soll ich sagen? Hey Leute, fünfter Tag, grüne Woche. Wir sind heute wieder bei Case. Was gibt's hier zu sehen? Ja, na, das Problem ist, es gibt ja nichts Neues. Ja. Aber das Gang gestern ist ja noch nicht hochgeladen. Das laden wir auf Archiversen. Hey Leute, fünfter Tag. Ich glaube, ich habe noch nicht angefangen. Ey, ich bin so am Schwitzen gerade. Gibt es ja auch Stelle, die T-Shirts machen? Wovon? Weil ich bin dick, ich schwitze immer. Ich bin dick. Oh, nächster Cut in der Tasche. Wir drehen jetzt gleich an der Scheibe. Gewinnspiel? Wir müssen dann eine Frage beantworten. Vielleicht können wir was gewinnen. Hobby kann süchtig machen, ne? Ja. Hobbyknebel kann 1000 Euro gewinnen. Oha. 1000 Euro? Ein Porsche Cayenne. Da würde ich auch mitmachen. Ah, sonst nicht, ne? 1000 Euro. Was kann man denn gewinnen? 1000 Euro ist für dich nichts, ne? Ja. Ist okay, wenn ich filme? Meinst du, habt ihr? Bienen, Getreide. So, Getreide. Wo haben wir denn hier Getreide stehen? Ich mache jetzt so Kurzmusik. Welche Vorteile hat gebeiztes Sand? Wenn das so ist. Weniger Krankheiten anfällig. Gut, schützt vor Krankheiten, Pilzen und tierischen Schädlingen. Richtig. Wäre noch die andere Alternative, es ist günstiger als herkömmliches Sand. Und das stimmt natürlich nicht. Gebeiztes Sand ist teurer. Mhm. Was kann, sag ich mal, so sonst noch alternativ als die Krankheiten und all das andererseits herauftauchen? Bitte? Warum ist Saatgut sonst noch gebeizt? Wissen Sie, was es für Beizmöglichkeiten gibt? Was für Beizmöglichkeiten es gibt, weiß ich nicht, aber so, wie, ja, Sie haben doch alle schon gesagt, ne? Weniger Krankheiten anfällig, es wird weniger von Vögeln wahrscheinlich rausgepickt, weil das Bitterstoff, okay. Ganz häufig ist es auch wirklich so, dass man vor Vögeln beizen kann, soll ja schon mal verboten worden sein, das ist eine Katastrophe, wenn sowas gibt, dann gibt es teilweise wirklich Maissaatgut wird auch gebeizt und dann geht die Krähe hin und pickt wirklich alle 15 cm den Samen vom aus dem Boden, sind da echt ziemlich gut. Wie viele Mägen hat ein Schwein? Ein. Wie viele Mägen hat eine Kuh? Vier. Welche? Blatt, Lab, Pansen und Netzmagen. Das macht dann keinen Spaß. Oh, was ist eine Rausche?
Rausche, das ist die Geilheit beim Schwein. Ah. Gut, und man erklärt. War okay, oder nicht? Ja, es ist unheimlich. Geilheit. Wenn die wollen, ne? Ja. Wie lange ist eine Sau trächtig? Drei Tage, drei Monate, drei... Nee, drei Monate, drei... Drei Wochen, drei Tage. Drei Stunden. Ja, ja. 112. 115 Tage. Ja, 115. Ja, 112 hätte ich gesagt. Ja. Wie schwer wird ein Massenschwein? 120 Kilo, Lebendgewicht. Gut. Wie ist die Ausschlachtung beim Massenschwein? 80%, glaube ich. 82? Hat ein Flüssigfütterungstier eine höhere Ausschlachtung oder eine niedrigere Ausschlachtung? Ist doch egal, oder nicht? Dann sage ich eine höhere Ausschlachtung, weil jeder macht ja Flüssigfütterung. Nee, nicht jeder macht. Ja, aber viele. Nee, prozentual gesehen ist das eher weniger. Die ja? Könnt ihr mal alle hier in das Mikrofon sagen, grüne Woche. Theresa wieder genau so? Sagen. Okay. Hä? Wie USA. Wir müssen uns alle... beeilen, oder? Wir müssen alle nicht hier haben. Ja, ja. Grüne Woche. Alle auf der grünen Woche. Ja, findest du noch nicht? Ja, doch. Was? Grüne Woche. Grüne Woche. Alle zusammen. Drei. Ja. Drei, zwei, eins. Grünen Woche. Schönen Dank für die Quizrunde. Hat Spaß gemacht. Ja, ich schaffe. Also wie gesagt, ich habe da sonst auch, ich weiß ja, ihr wisst ja, ich bin da jetzt auch bei Instagram, ich habe aber keinen Lassen schon mal wieder. Ja, man muss da irgendwie anmelden oder so, ne? Ja, das wäre schon mal eine gute Voraussetzung. Ja, ja, genau. Gut, alles klar. Tschüss. Ja, wir sagen, wir sind hier vom Fernsehen. Die müssen uns mal hier ein bisschen sagen, was wir als Stallhaltung haben. Ja. Einfach Mac ist hier. Den Stellen haben. Wir haben doch gerade announced, dass die ihr Schweinefleisch jetzt nur noch aus Haltungsform 2 beziehen, oder? Also ich bin mir gar nicht ganz sicher. Wir fachsimpeln gerade. Ihr fachsimpelt gerade? Genau. Aus welcher Ecke kommt ihr denn? Hannover. Also eigentlich überall, ja. Ruhrpott, Münster. Wir sind berufstätige Agrar-Influencer. Agrar-Influencer? Ja, ja. Ich bin das Management. Ah, okay. Ist, also wirklich, ist halt wirklich so. Ja, cool. Ja. Agrar-Influencer. Anne, komm mal her. Ist okay, wenn Sie mit im Video sind? Ja. Wenn wir mit im Video? Ja. Ja, klar. Wir stehen ja mal. Heißt die gut, nein, Quatsch. Agrar-Influencer, die umgekehrt. Okay. Mit ihrem Management damit. Das bin ich. Das ist mal eine coole Idee. Macht das quasi professionell oder erstmal so neben mir? Ja, ist das professionell eigentlich, ne? Aber ja. Ihr habt noch andere Berufe. Ja, also ich bin Landwirt. Ich bin hauptberuflich Landwirt und nehme einfach die Leute bei meinem Alltag mit. Und das macht mich zum Agrarinfluencer und deswegen bin ich hier auf der Messe. Okay. Wir sind alle quasi geladene Gäste hier. Ja, wow. Habt ihr irgendwie Kontaktdaten oder irgend sowas? Weil wir arbeiten ja gelegentlich auch mal mit Influencern zusammen. Wir können sehr, sehr gerne was zusammen machen. Du musst aber erst eure Managerin fragen. Ja, ja. Nein, Schmarrn, nur mal, ich habe jetzt keinen konkreten. Social Media Managerin ist jetzt nicht da. Sie sitzt im Büro in München. Aber okay. Sie können gerne mir. Aber wir können ja mal markieren. Also wir sind ja jetzt heute da, McDonald's, mit Lieferanten und Landwirten. Wir haben nämlich da hinten unsere jungen Landwirte stehen, die bei uns sind, ja auch mitarbeiten. Die kennen mich bestimmt, oder uns nicht. Ja, stimmt, vielleicht. Ich kann ja gerne mit denen sprechen. Wir können das ja mal abprüfen. Ja, weil wir sind ja heute da, weil wir sourcen ja über 2/3 unserer Rohwaren aus Deutschland. Das wissen ja ganz viele gar nicht. Und wir sind total starker Partner der deutschen Landwirtschaft. Und das wissen auch viele nicht. Und deswegen haben wir nämlich so ein breites Personal, Standbetreuung hier, um das zu zeigen und da in Austausch zu gehen, ob was Fragen sind. Mhm. Ich habe noch eine Frage. Ich habe in den Nachrichten mitbekommen, dass, ich weiß jetzt gerade nicht, für welches Fleisch, ich meine, es war für Schweinefleisch, das ihr da umgestellt habt auf rein Haltungsstufe 2. Ist das richtig? Mhm. Ja, also ITB, genau. Genau. Deutsche Wagen. Ja, genau. Und
bei Beef ist halt so, wir haben halt ab diesem Jahr komplett 100% aus Deutschland, was wir uns vornehmen zu sourcen. Bisher waren es nur so 96%. Wir haben unser Best Beef Programm, was wir weiterentwickeln, also gerade im Rindfleischbereich, um da einfach nochmal mehr Tierwohl, Haltungsmanagement, Klimaaspekte reinzubringen. Also von daher. Sucht ihr dann auch Landwirte, mit denen ihr zusammenarbeitet? Also Erzeuger direkt? Also wir nehmen immer wieder Landwirte und Erzeugergemeinschaften auf, die quasi an zertifizierte Schlachtbetriebe liefern. Also von daher. Mhm. Aber wenn ich jetzt als Landwirt, ackerbaulicher Landwirt, sage, gut, ich möchte in die Rindermast einsteigen, kann ich dann euch dann direkt als Abnehmer? Also wir haben in dem Sinne ja nicht so viel Mastbetrieb, sondern wir nehmen ja hauptsächlich das Kuhfleisch, also Milchkuhfleisch. Ja. Und also man kann da prüfen sozusagen, über welche Genossenschaft oder wie auch immer quasi da an uns liefert, ob man damit reinliefern kann in die Kette, das kann man immer prüfen. Ja. Genau, ansonsten kann ich dir auch gerne den Flyer zu Best Beef mitgeben. Mhm. Aber wollt ihr auf Mastrinder auch mal umsteigen oder bleibt ihr bei? Nee, wir bleiben bei, also hauptsächlich werden wir bei Milchkuhfleisch bleiben, weil einfach da auch der Klimafußabdruck viel besser ist, also auch für uns. Mhm. Weil du hast ja den Klimafußabdruck aufgeteilt auf Milch, auf Kalb und aufs Fleisch. Mhm. Und Masthaltung ist in anderen europäischen Ländern oder auch globalen Ländern momentan bevorzugt, aber wir waren schon immer auf dem Milchkuhfleisch, also einfach auch aufgrund der Lebensdauer, die wir ja auch fördern, mit längeren, quasi gesunden Laktatzeiten. Mhm. Das ist natürlich immer mal besser, auch für den Klimafußabdruck. Und die Fleischqualität und Fettgehalt, was wir quasi da auch brauchen für unsere Burger Patties, ist da halt ideal für ein Milchkuhfleisch. Warte, ja. Genau. Interessant. Ja. Also wie gesagt, wenn ihr noch Interesse habt, unsere jungen Landwirte, Salat, Gurke, stehen auch bereit. Ja. Ja, wir wollen einmal noch schnell Tiere gucken gehen und dann sind wir um 12.30 Uhr auch wieder hier in der Halle, glaube ich. Also, nach Halle. Okay. Dann kommen wir, sehen uns bestimmt nochmal. Ja. Dankeschön. Danke. Meckes-Kooperation, was geht? Da muss ich wieder anfangen zu melken. Gar keinen Bock drauf. Mit McDonald's. Ich. Hobby, wohin geht's jetzt? Zu den Tieren. Wen besuchen wir da? Die Tiere. Nils. Ja. Junge, Junge, Junge. Welche nehmen wir? Das mache ich. Jetzt machen wir weiter mit dem Sorgfeld. Dadurch kommt dieses rote Hühnchen. So, das brauchen wir nicht. Oh, da ist auch eine Hase auf dem Tisch. Ist auch zum Aussterben bedroht gewesen. Oder ist es noch? Ist in den Mittelgebirgslagen zu Hause. Ja, die Pferde, die hier in der Box stehen. Und die Shettys und die Mulis. Nicht so geil, ne? Ja, die ganzen Leute, die da auch stehen und sowas. Ist halt ein Streichelzoo, ne? Und den Rindern, die sind, das juckt die gar nicht. Achso, auf so ein paar Rinder hätte ich auch Bock, muss ich sagen. So ganz bisschen nur. Ja, und lass mal rumgehen, da vorne ist ein Wasserpistol. Junge. Der macht nichts, da kannst du reingehen. Der ist ganz lieb, der hat noch nie was gemacht. Auf so einem Bullen habe ich mich im Grundschulalter mal raufgesetzt. Und? Zwei Wochen Hausarrest gekriegt. Weißt du, was passiert? Nee. Das war, wir haben einen Backbone geliebt und der lag dann auf die Erde mit einem Fingertisch und der super lieb, den kannst du mal streicheln. Aber es ist halt trotzdem so ein Bulle. Unberechenbar. 1,5 Tonnen. 1,5 Tonnen. Daran gesund ist halt ein Bild immer scheiße, ne? Da ja alle hin. Da kommt einer. Wer ist denn noch mit dem Kurs?
habe gestern seine Eier gesehen. Ist on cap. Das war mir bewusst. Jetzt muss Tammy auch noch einmal geschlagen werden. Was sind das denn? Haflinger oder Haflinger, die Pferde da drüben? Haflinger, glaube ich. Haflinger. Kommt eine Haflinger-Show. Ich hoffe, das sind jetzt keine Haflinger-Pferde. Die ganzen Pferdemädels in den Kommentaren rasten voll aus. Ey, Mann, ey. Ich bin keine Haflinger. Ah, ich glaube schon. Die chillt einfach mit den Wasserbüffeln drin. Sieht man mal, wie ausgeglichen die sind. Sowas kannst du mit dem Pferd nie machen. Das ist krass, ne? Kamera zu spät angeworfen, die haben sich gerade gebieft. Ganz kleine Schafe hier. Die gehen mir noch nicht mal bis zum Knie. Schon witzig. Sag mal, die Jungs verloren. First time! Okay. Was von Dingen? Nein, mach das bitte normal. Quiz time! Das ist mein Akku. Wollen wir noch irgendwas drehen? Oh. Ja, sag doch nicht, jetzt halt das. Nico, it's quiz time. It's quiz time. Ist aber... It's party time! Was haben wir jetzt? Okay. Das soll bitte richtig cringe machen, werden. Aber hier Dankeschön. Ist eine was soll... Wir machen jetzt das Quiz. Nur das zu schneiden. Ich weiß nicht, warum er bei Instagram so groß geworden ist. Warum ist hier immer so dicht am Gesicht? Das ist mal Unique Selling. Ja. Deswegen klappt es nicht. Warum er für die Tierernährung verschwendet. Das bringt ein bisschen aus dem Konzept. Warum wird so viel Fläche für die Veganismus? Er redet doch weiter. Ich bin sowas nicht gewohnt. Warum wird so viel Fläche für die Digga, ich komm raus. Klackert das bei dir auch so? Ja, ja. Das normal war. War ja Techniker genauso. Bei der quasi AG. Eine Fragestellung ist, warum wird so viel Fläche für die Verwendung von Tiermittel. Jetzt machen wir einmal vernünftig. Ja. Wir brauchen warum wird so viel Fläche für die Verwendung von Tiernahrungsmitteln verschwendet, provokant gesagt, und nicht für die Humanernährung. Das ist aber, Digga, ich weiß es nicht. Es ist halt so, dass nicht alles hundertprozentig genutzt werden kann. Zum Beispiel kann der Mensch kein Grünland verwerten. Das geht dann 100% in die Rinderhaltung zum Beispiel. Und unter anderem sind Nebenprodukte wie Soja, Extraktionsstroh oder Kuchen oder... Das über 66% Grünland... 86. Bei Grünland, es geht um Grünland jetzt. 66% der landwirtschaftlichen Nutzfläche ist Grünland, was ja gar nicht für die humane Ernährung verwendet werden kann. Aber, das wollte ich gerade sagen. Und 86% von dem, was wirklich ins Tier gelangt, kann gar nicht für die Lebensmittel oder für die humane Lebensmittelerzeugung genutzt werden. Aber 66% von was? Von der gesamten Ackerbaumöglichkeit, also Ackerbaufläche. Der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Aber 66%. Es gibt aber ja auch Leute, die extra Grünland anbauen, die ja vielleicht auch was anderes anbauen können. Sind die damit reingerechnet? Oder? Dann schon. Wenn das als Dauergrünland angemeldet ist, ja. Wenn du das alle paar Jahre umbrichst und das den Ackerstatus behält, ich gehe davon aus, dass... Du musst nicht mehr umbrechen. Du musst nicht mehr umbrechen. Werden wir nervös? Also, ja klar, ein bisschen Lampenfieber hat, ne? Hast du ja immer, aber... Ich werde mir auch maximal einen abstottern gleich, aber schauen wir mal. Herr Lindner, ich bin junger Landwirt und ich habe eine Frage an Sie. Ich mache einen Schritt nach hinten, Jungs. Danke. Ganz schwierig, dass er jetzt hier so herkommt und sich als großer Bauernfreund wieder darstellt. Du darfst dich politisch nicht äußern, ne? Doch. Ja? Was ist deine Meinung dazu? Sag mir erst deine. Ich habe doch gerade gesagt, ich finde das ganz schwierig, dass er sich hier hinstellt und sich wieder als großer Bauernfreund deklariert. Sich jetzt einen Flug
beschreiben lässt und wieder meint, dass er hier eigentlich für uns ist. Ja, aber was soll er denn machen? Ja, ehrlich sein. Ja, vielleicht ändert er seine Meinung. Ich versuche dann immer, die Politiker sind ja an sich jetzt keine bösen Menschen, die versuchen ja auch den besten Weg zu finden, aber die Zielsetzung oder die Priorisierung, das ist ja immer die Sache, die im Einzelnen liegt und die man, die anpassen kann. Er versucht uns am besten konstruktiv, ne? Ja, klar. Ja. Döner 3 Euro. Nee, alles gut. Kommt er gleich noch zu dir? Kommt Christi gleich noch zu dir? Ich darf ihn so nennen, ich bin sein Freund. Ja. Wir haben den Klimaschutz. Ja. Wir führen uns einfach ein bisschen um. Weil wie ist denn Ihr Fahrplan für den Agri-Fahrer? Also ich glaube, wir müssen insgesamt die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Betriebe verbessern. Und wie Sie gerade gesagt haben, es sind viele Macherinnen und Macher, die wollen was tun. Und ich glaube, viele werden gebremst durch Rahmenbedingungen, Vorschriften, Bürokratie, die nicht praxistauglich sind. Und jetzt ist die Gelegenheit, da ranzugehen und es wieder auf ein Niveau zu bringen, das einfach für die Betriebe nicht nur tragfähig ist, sondern auch, ich sag mal, wissenschaftlich begründet ist, weil sehr viel ist vielleicht auch aus gutem Willen und edlen Motiven entstanden, hat aber nichts mit der betrieblichen Praxis zu tun. Auf jeden Fall. Ja. Machbarkeit, was das angeht. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Ich drücke Ihnen die Daumen. Dankeschön. Macher. 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 Was war deine Frage? Ich habe es leider nicht direkt auf Kamera aufbekommen. Ich habe ihn gefragt, ich sag, wir sind motiviert, in der Energiewende teilzuhaben als Landwirte. Wir fühlen uns einfach demotiviert, ausgebremst. Und da habe ich ihn gefragt, was wir machen können, um zum Beispiel Biogas und Agri-PV da einfach voranzubringen, dass wir da weitermachen können. Und was sagt er? Er sagt, vor allem die Rahmenbedingungen, Auflagen, Zulassungsprozesse so zu minimieren auf ein wissenschaftliches Niveau, um das wieder ein bisschen in der Realität zurückzubringen, um diese ja, eher ideologischen und aus gutmännischer Sicht eingeführten Sachen wieder ein bisschen zurückzubringen, dass es einfach realitätsnah ist. Theorie und Praxis. Kleines Fazit nochmal zum vom Personalschutz von Klaas. Also es ist auf jeden Fall interessant, wenn ein Politiker da sitzt und du wirklich von der eigenen Security, hier zum Beispiel von der Messe, eher, die stehen dann da und die reden auch nicht mit dir. Aber das BKA, muss man sagen, den kann auch man auch eine Frage stellen. Und wenn man da ein bisschen sympathisch wirkt, dann sprechen die auch mit einem. Das ist völlig in Ordnung. Das sind auch nur Menschen. Und die zeigen es wenigstens. Ist jetzt so ein Game drin? Ja, jetzt wird durchgezogen. Jetzt wird durchgezogen. Zwei Fragen raus. Ja. Einmal, wie wir gewährleisten können, dass zukünftig eher mehr Wissen auf die Wissenschaft gehört wird und die Verhältnismäßigkeit eingehalten wird. Okay. Ist in Ordnung? Wer ist er? Social Media. Ach, das ist dein Social Media Typ, oder was? Mhm. Ja? Sie wollten eine Frage stellen. Ja, gerne. Wir wollten eine Frage stellen. Und zwar, wir sind Landwirte und auf Social Media aktiv. Und wollt ihr erstmal ganz kurz mich so fragen, worum es geht, weil ich weiß gar nicht, worum es geht. Ja? Ja, genau. Ja, eben, das war genau. Ach so. Ja, weil, ja, sorry. Ich dachte, es geht. Wollt ihr Fragen stellen? Keine konstruktive Frage. Wie gesagt, ihr müsst aber nur den passenden Moment abwarten. Ja, wenn wir nicht genau beim Stand sind, aber auch nicht genau rennen. Wenn wir hier vielleicht losgehen, so, dann machen wir kurz. Ja. Wenn wir nicht über den Stand rennen, wir rennen ja permanent über die Messe. Jetzt nicht mehr? Ja, wir steigen jetzt los, da können Sie nicht mitfahren. Dann gehen wir zu Protein.
So, den Cem Özdemir haben wir nicht bekommen. Da wollte Klaas wieder eine Frage stellen. Und was mich ein bisschen verwundert hatte, war, dass er jetzt händeschüttelnd am Landjugendstand steht und da Gummienten fischt. Und dann habe ich natürlich das wieder so ein bisschen kritisiert und dann hat einer von der Landjugend mitgehört. Und dann kamen wir ins Gespräch. Und er meinte, ja, das ist offene Kommunikation und bringt ja nichts, hier rumzustänkern und sowas alles, aber ich weiß nicht. Also schreibt mal eure Meinung dazu. Wäre es nicht ein Statement zu sagen, pass auf, wir wollen dich hier nicht? Das wäre ein Statement, oder? Wie kann eine Landjugend Demos organisieren gegen die aktuelle Regierung? Und dann händeschüttelnd Cem Özdemir an den Stand holen und entfrischen und lächeln? Letztendlich willst du ja einfach den Dialog erreichen. Ja, aber was für einen Dialog hast du denn? Einen politischen Dialog jetzt gerade nicht. Ich denke, die hey, cool, dass du da bist. Was gibt's denn hier? Ja, wir machen Enten und machen ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit oder was weiß ich, was die hier machen, ne? So, dann ja, alles klar, ein Bild noch zusammen, haha, so und gehen wieder. Und dann wär's doch ein Statement zu sagen, pass auf, das läuft gerade absolut gar nicht. Wir wollen jetzt diesen Auftritt nicht, aber irgendwie macht's ja doch mit. Das ist auch keine Lösung finden. Du bist jetzt eine Minute am Stand gewesen und dieses Argument, man sucht das Gespräch, finde ich, fällt hier flach. Das Gespräch, suchst du, pass auf, Christian, pass auf, Cem, ich habe ein richtig dickes Problem zu Hause, willst du es dir mal anhören? Sowas. Mal schildern, wie es zu Hause abläuft. So. Aber ich glaube, das musst du in einem Rahmen machen, wo du einfach mehr Zeit hast. So. Der hat zwei Minuten hier. Wir müssen ja die Leute. So, genau. Sind, die Leute und dann wäre es doch ein Statement, zu sagen, pass auf, Cem. Ich will jetzt hier keinen verteidigen oder zuspruchen. Aber ich finde es gut. Also, jemanden herholen und irgendwie ins Gespräch einladen, ist immer noch besser als abzulehnen. Ja, aber das ist ja gerade nur, das ist ja nur Händeschütteln Publicity hier. Ja, das ist halt eine Messe. Das ist halt so die Sache. Wenn du da richtig was erreichen willst, dann musst du, glaube ich, eben. Aber die waren ja davon auch überzeugt. Ja. Ich bin ein Mensch, der kritisiert alles und jeden. Das war auch gar nicht mein. Ja, aber also hinterfragen alles. Aber da finde ich, das, was hier jetzt gezeigt wurde, die brauchen jetzt nicht am Montag in eine Gruppe schreiben, dass wir wieder auf die Demo fahren. Stehen Protest und wieder Rundumleuchter an der Straße stellen. Ich glaube, das ist einfach so ein anderer Rahmen und wenn der jetzt 3 Minuten ist, das kannst du nicht. Ja, aber du kannst doch nicht alles kritisieren und dann hier händeschüttelnd lächeln stehen und auch coole Fotos für Instagram machen. Das ist was Ganzes. Das ist doch gut, dass man auch miteinander redet, Hobby. Man redet, ja, das ist aber für wen ist es gut? Wenn du richtig in Konfrontation für die Landjugend, weil sie sich freut, dass der Minister jetzt hier war, der aber nur Bock macht. Aber man den Dialog sucht. Ja, aber hier suchst du ja gerade keinen Dialog. Schon. Ja, wenn du da jetzt hingehst und händeschütteln. Stell dir vor, du hättest da jetzt gestanden. Mit Cem Özdemir. Und du hättest da jetzt richtig einen rausgehauen. Man muss ja nicht provokant sein, dass das BKA einen wegschickt. Aber einfach sagen, du, Özdemir, mir geht's gerade zu Hause auf dem Betrieb, mir geht der Arsch auf Grundeis. Wollen Sie das mal anhören? Was ist Ihre Lösungsvorschlag? Weißt du, natürlich hat er jetzt keine Zeit dafür. Aber das wäre doch ein Statement, wenn er eh keine Zeit hat. Ich brauche doch jetzt ja nicht einen. Rede nochmal hier. Aber du weißt, worauf ich hinaus will, oder? Ich weiß, was du meinst. Es ist einfach, die Position nicht mit dem übereinander stimmt, was hier so vorfällt, wenn mit der Hände schreibt. Ja. Aber das ist, glaube ich, in Form von so einer Messe und so einem Messestand, was die da jetzt Enten haben, das ist, machen die ja, weil die Leute. Wie die ihr Stand da ist, ja, das mit den Enten will ich gar nicht kritisieren. Nein, das wollte ich nicht. Aber ich finde, weißt du, man kann nicht einen Typen auf der Bühne. Da buhen 100.000 Leute, oder 10.000 Leute, buhen, während er da redet, weil er scheiße redet. Wir auch? So, und dass wir uns zusammenreißen sollen, als er da in Berlin gesprochen hat, oder was weiß ich. So, und jetzt geht er zur Landjugend und die machen Bilder zusammen und freuen sich, dass sie auf Instagram ein Statement setzen. Was ist das Statement denn? Dass ihr immer noch cool mit ihm seid, während jeder ein Problem hat? Nochmal was? Mit dir ein Rookfeed? Willst du mit dem? Sorry, ich wusste nicht, was ich dem jetzt sagen soll. Ja, ich muss jetzt zwischenreden, ich brauche meinen Akku wieder. Mein Na gut. So, aber jetzt habt ihr noch mal. Wir haben noch ein bisschen Programm. Wir diskutieren jetzt weiter, aber mit anderen Leuten. Ich würde hier für heute erstmal Ende machen und denken, dass wir uns dann morgen wiedersehen. Weil Akku ist aufgebraucht. In dem Sinne, bis. Tschüss. Oder? Nein. Ich habe Reels hochgeladen, eben. Das mit diesem Motivational-Ding da? Ja, das ist, als wir da Klaas bei der Frage. Dein erster YouTube-Auftritt. Oh mein Gott, ich bin so nervös. Like-Fotos von Eimer. Ja, dann sieht man sich vorne, oder wie? Ey, krass. Gib mal jetzt einen Leak von deinem Ding. Leak von deinem neuen Instagram-Ding. Ja, das haben wir ja alle schon gesehen. Ey, ich hab doch vorhin schon wieder. Das ist das simpelste Ding überhaupt.
Ja. Abonniert für mehr Insights. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich werde direkt angerufen. Aber da gehe ich gerade nicht. Ah, doch, einmal ganz kurz. Pass auf, ich filme gerade. Ich will mein Video kurz abschließen. Ich melde mich gleich. Wir machen das nämlich immer so, dass gerade auf so Autofahrten lassen dich halt durchgängig telefonieren. Das ist unser Trick. Jedenfalls wollte ich mal das Video abschließen. Kleines Fazit ziehen. Ich will mich auch kurz halten. Ich weiß nicht, wie viel ich gefilmt habe. Aber, boah, ich habe bestimmt 2 Stunden Videomaterial. Weil Nils uns auch die Kamera mal angeschmissen hat. Weswegen er auch coole Szenen eingefangen hat. War interessant. Zu gestern noch. Gestern waren wir noch auf einem Milchtreff. Milchfluencer-Treff. Da gab es dann Milch mit 43er und auch Vorträge, aber ja, da haben Lars und ich uns ein bisschen zurückgezogen. Naja, und sind dann, haben da das Landvolk aus Diepholz kennengelernt. Grüße gehen raus, so eine witzige, coole Truppe. Die haben wir dann auch in einem Club in Berlin noch getroffen, wo wir den Abend dann richtig ausklingen lassen haben. Und die haben einiges ausgegeben, haben sehr coole Meinungen zu vielen Dingen. Also eine wirklich, Shoutouts gehen raus, eine wirklich witzige, coole Truppe. Also, da wüsste ich nichts Negatives drüber zu sagen. So, eben waren wir nochmal in der amerikanischen Botschaft, das war unser Abschluss. Da haben wir dann auch die, den Eugene aus Amerika wieder getroffen, mit dem wir da durch Illinois gereist sind. Wer es nicht kennt, kann es gerne mal abchecken, das Video, ist ganz cool geworden. Ja, und da ging es dann auch. Ja, also erstmal das da reinkommen. Da wirst du ja behandelt, als wenn du Staatsfeind Nummer 1 wirst. Das war schon sehr interessant, wie die da so mit einem umgehen und so. Also das war mal eine Erfahrung. Und dann haben wir so 2 Vorträge gehört, einmal von Eugene über Soja wieder. Und dann einen anderen Vortrag, wo relativ interessante Internetseiten, die kostenlos waren, gezeigt wurden. Da will ich mich mal so ein bisschen reinfuchsen. Das kann spannend sein. Wenn ich da mehr weiß, würde ich auch mehr zu sagen wollen. Naja, jetzt fahre ich nach Hause. Ich hoffe, der Vlog ist halbwegs cool geworden, interessant geworden. Und ich würde sagen, also Diskussionen wird es bestimmt geben in den Kommentaren. Soll es auch geben. Vor allem zu dem politischen Part. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Vlog wieder, wenn es normal mit dem Hofalltag weitergeht. In dem Sinne, macht's gut, haut rein. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt. So. Erster Abend überstanden, Landjugendparty, 2.21 Uhr, um 7 Uhr klingelt der Wecker, zum zweiten Tag.